Ausrufungsdeutsch an der Karneval, Wilhelm Blom. Werte Gäste, ich stelle Ihnen heute ein strahlendes Paar vor. Unser Prinzenpaar dieses Jahres. Prinz Dieter II. Und seine Gattin, die Annie, wollen uns Kohlscheider durch die närrische Saison führen. Lange Jahre hat es gedauert, ehe wir ihnen das wieder bieten konnten. Diese beiden haben sich spontan bereit erklärt. An ihren strahlenden Mienen erkennen sie, wie ernst sie es meinen. Uns Kohlscheidern ihre Freude, ihren Humor, ihre Urwüchsigkeit zu bieten in der kommenden närrischen Zeit. Ich darf mich sehr herzlich bedanken. Darf, bevor wir überhaupt noch etwas anderes haben, unserem neuen Prinzenpaar, bevor ich zur Proklamation komme, ein herzliches Kohlscheid erlauben. Im Verbund mit den Ex-Prinzen im Hintergrund zum ersten Mal in Kohlscheid wieder erschienen sind, im Verbund mit den Freunden der Gesellschaften, mit den Präsidenten und Repräsentanten des Kohlscheider Karnevals, darf ich nun meinen Freund Dieter Schiffitz zum Prinzen unseres Stadtteils Kohlscheid proklamieren. Für mich eine hohe Ehre. Und ich gehe davon aus, dass Ihr Applaus ihm das nötige Rüstzeug für seine Amtszeit geben wird. Dieter, du bist proklamiert als Prinz in der Stadt. Seine Gattin Annie unseren Stadtteil repräsentieren. Dazu die beiden Pagen, der Norbert Tönnissen und der Matthias Dänisch. Sie sehen, glaube ich, darf doch sagen, dass so ein schönes Bild selten in Kohlscheid sich dargeboten hat. Die haben sich wirklich fein ausstaffiert. Der Präsident der Narrenzunft, Sigi Prast, wird die Urkunde jetzt verleihen, bevor wir dann dazu kommen, dass der mehrfache Prinz, ein guter Freund, Hans Dolz, unserem Prinzen die Prinzenkette übergeben wird. Lieber Dieter, alles muss seine Form haben und wir sind der Meinung, zur Erinnerung an den heutigen Tag dürfen wir dir eine Ehrenurkunde überreichen, die folgenden Text hat. Ehrenurkunde. In Würdigung der hervorragenden Verdienste und die Förderung des Karnevals wird Dieter Schiffkens zum Prinzen Dieter II. Von Kohlscheid ernannt. Hans Dolz, im Auftrag der Kohlscheider Gesellschaften, verleihe du jetzt bitte die Prinzenkette. Meine lieben Narrinnen und Narren, liebe Tonität, lieber Dieter, liebe Anni, bevor ich den Dieter die Kette überreiche, Sie sehen ja hier in Kohlscheid, ist erstmalig etwas geschehen. Und zwar, fast alle Ex-Prinzen stehen hier oben auf der Bühne. Zur Erinnerung an alle, bitte nicht nach jedem Namen klatschen, sonst kommen wir nicht hin mit der Zeit. Wir machen das am Block und hinterher können wir klatschen. In der Session 1952-53 ist Ex-Prinz Jonas der II. Schultes da. Session 53-54 Ex-Prinz Willy Wienands da. 56-57 Hans der Erste Böhnen da. 1957, 1958 Wilhelm der III. Blum da. 1958, 1959 Kornel der I. Jülpen.
1959, 1960. Hans der Zweite Dolz. 1961, 1962, Josef der Fünfte Maius. 1967, 1968. Hans der Dritte Dolz. 1968, 1969, Hermann der Erste Konen. 1970, 1971, Peter der Zweite Lennartz. 1971, 1972, Josef der Sechste Lürken. 1972, 1973, Heinz der Erste Hermanns. 1974, 1975, Rainer der Erste Bülles. 1978, 1979, Franz Josef der Erste Helios. 1979, 1980, Günther der Erste Schmelter. 1981, 1982, Heinz der Erste Glöcker. Und als letzter Kohlscheider hatten wir 1982, 1983, Winfried der Erste Herrschenröder. So, ich kann noch klatschen. Jetzt muss ich an die Ex-Prinzen sagen, herzlichen Dank, dass ihr alle sofort gesagt habt, jawohl, das machen wir mit. Herzlichen Dank. So, jetzt zu dir, meine liebe Tonität, Dieter der Erste. Es gehört sich ja dazu, als Tonität, als Letztes, die Kette zu überreichen. Ich muss sagen, sie ist gestiftet worden von der Mafia. Auch da herzlichen Dank zu sagen. Und ich habe die Aufgabe, im Namen der Ex-Prinzen, dir, meine liebe Tonität, Prinz Dieter der Zweite, dir diese Kette zu überreichen. Liebe Prinzessin, ich weiß, wenn man daneben steht, ich hatte ja selbst schon zweimal wie gemacht, man kommt sich immer so doppelt vor, ne? Aber wir haben für dich, die Ex-Prinzen, haben ein wunderbares Blumenpaket für dich bereit. Schönen Dank. Darf ich sehr herzlich bedanken bei allen Ex-Prinzen. Aber jetzt ist der Prinz da. Die Hauptperson des heutigen Abends, Dieter, der Zweite. Bitteschön. Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, Damen und Herren, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich kann auch hochplatten. Guten Abend, alle wohl zusammen. Ich darf liebe Ex-Prinzen, Freunde des Karnevals, Leibstädter Mädchen, Leibstädter Junge, und gestatten Sie mir, liebes närrisches Auditorium, ich muss natürlich eine Gruppe herzlich begrüßen. Guten Abend, Leif Trammebülle! Heute ist dieser Tag, geht für mich und meine Frau ein Wunsch in Erfüllung. Naja, Sie können sich denken, was es ist. Im vergangenen Jahr bin ich mit dem Trommel- und Pfeifenchor, also mein Verein, als Clown durch Kohlscheid gezogen und habe viele lachende, fröhliche Menschen gesehen. Und da bin ich mal zum Bewusstsein gekommen, dass ich mal gesagt habe, und das habe ich schon seit frühester Jugend geträumt, einmal muss ein Sprintswetter geschehen. Und dass es in diesem Jahr gelungen ist, das ist eine wunderbare Sache. Und vor allen Dingen, es war schon ein Traum aus meiner Jugendzeit. Und dass er Wirklichkeit geworden ist, darf ich natürlich auch dem Auditorium ein herzliches Dankeschön sagen, die mir zu dieser Sache bzw. mit meiner Frau auserkoren haben. Nochmals ein herzliches Dankeschön an den Ausschuss Kohlscheider Karneval. Wir beide, meine Frau Anni und ich, sind jetzt ab heute das Kohlscheider Prinzenpaar. Ein Dank allen
Nochmals, ich muss wirklich mich immer wieder betonen und nochmals wiederholen. Alle, die dazu beigetragen haben, dass ich dieses Amt in diesem Jahr hier im Stadtteil Kohlscheid machen konnte. Mit allen Leibstädter Menschen, den Jungen. Das schöne Brauchtum Kohlscheider Karneval lieben wollen wir, meine Frau und ich, und vor allen Dingen meine beiden Pagen, Robert Tönnesen und Matthias Delisch, und ich als Kohlscheider Prinz einen volkstümlichen Karneval feiern. Man sieht es am heutigen Abend durch den Besuch hier in der Aula. Urwüchsiger Humor und ein fröhliches Lachen sollen uns stets begleiten. Alle unsere Freunde bitten wir um rege Unterstützung. Und das hoffen wir im Nachhinein. Wir freuen uns, dass auch in der Sitzungsleitung diese sprudelnde Vielfalt zur Geltung kommt. Lassen Sie mich einmal den Werbeslogan der Stadt Aachen nachahmen und darf auch hier sagen, es klappt und es geht geschehen, Jürgen Führer. Nun wäre es natürlich auch an der Zeit, ein närrisches Programm zu verkünden. Aber ich darf Ihnen sagen, hierauf habe ich bewusst auch verzichtet. Paragraphen, die sagt man hier, 2 Minuten später hat man sie vergessen. Und dann weiß man nicht mehr, was Paragraph 1 und 2 und 3 und 4 und so weiter ist. Nur eins, und das wollen wir vier hier, zählt ab heute für uns hier oben. Unser Motto, Fackling hey, erob, verbärmisch erab, hey hüt man Männer, gut steht, Allah. Dankeschön. Für den Prinzenführer Heinz Löcker.
Liebe Damen und Herren, liebe Freunde der Herrn Gutschein, wir haben aber, bevor wir hier weitermachen, möchte den Instrumentalverein Richterich noch zu dem Jubiläum hier in den 50 Jahren ein Schulbild spielen, in ihr allen gelehrten Art. Herr Präsident, liebe Damen und Herren, werte Gäste, wir sagen selber, Italiener, herrlicher Anblick und der herrliche Aufmarsch des Roms. Also ich bin spitzig und sprachlos. Und dann kann ich Ihnen sagen, ich kann nicht an Ihr Haus, was bei Ihnen zum Talverein verrät, was des Roms mir zu ihm auch die Ehre gibt, hier den Einmarsch mitzuspielen. Nochmals. Vielen, vielen, vielen Dank an die Jürgen Verräter. Kann ich herzlich
Juden, jetzt ich die Arbeit kommt raus und die kann Arbeit werden, die wir lieber Josef, du möchtest ja meine Nein. Ich sehe es auch für die anderen zwei Kameraden, weil jemand ist am schlimmsten Bereich. Nochmal sein herzliches Dankeschön und auch mal eine weitere gute Zusammenarbeit wie bisher. Liebe Qualitätsmieter, liebe Herren und Herren, wir freuen uns, dass wir als Richter der Musiker heute Abend den Lieder, mit dem wir schon viele schöne Stunden und viele Marschmusik gemacht haben, auch mal ganz persönlich einen Marsch laden können. Und so sind wir dann nach Bodenscheid gekommen und einfach die gute Nachbarschaft zwischen den Vorwerfen der Mitmachung und den Richter demonstrieren. Auf Bodenscheid und Richterich, ein dreifaches Alarm! So wäre es gewesen. Jetzt machen wir uns ein bisschen verordnet. Aber nicht früh. Lieber Bernd, schönen Dank für die Einladung heute Abend. Du willst, er ist heute Parada. Ich hole nicht mit, ich hole den Tag zu bestellen und ich habe auch Vollziehen. Und wenn ihr zu suchen, in den Annalen, in den Geschichtsbüchern von Wangendilde, ist der Wangendilde in den Jahren zu wenig noch vorbei. Jeder Weg kann dann in Hochwiesen, also drei Jahre in Hamburg anfangen. Das ist sehr wohl gut. Ja, ich gut, ich hätte noch. Ja, dann war es ein blauer Stern. Doch da ist es noch ein Wangendilde. Herrlich. Ich habe überlegt, aber auch in den vierten Augen übernehmen zu leben, so eine Antwort. Ja, stimmt. Dann darf ich natürlich auch nicht vergessen, diese Leute, die den Verein früheren Jahren mitgeprägt haben, dass sie unter anderem Namen gewesen, wie ausländische Jüdische, der Bürgerschüttel und verschiedene andere noch, oder Hans Simons, und damals vorher auch Steven Speech als Präsident der Rotor, wird ganz beschrieben sein. Ich muss sagen, ein Verein mit einer guten, ich kann sagen, sehr guten Aussatzbasis auch für die nächste Zeit, in Bezug auf Jugendarbeit. Und lieber Bernd, ich darf dir sagen, Matelow, der BMX mit dem ganzen Bürgerstand, mit der ganzen Mannschaft von Jugendarbeit, das darf ich ruhig mal sagen, das ist ganz, ganz großartig. Wenn du siehst, mit welchem Herzen deiner Seele die Kinder schon fleißig dabei sind, zu tanzen, so mitzumachen. Und vor allen Dingen, das sind ja die Karnevalisten, die in einigen Jahren unsere Arbeit antreten werden. Herr Bernd, von diesen Tanzgruppen, diesen Jugendlichen, diesen vielen Jugendlichen, die da hast, ein ganz herzliches Dankeschön. Bernd, weil du meinen Prinzen alles so bereichert hast, darf ich jetzt ein Ausrollen nehmen. Das ist es. Du siehst, wo der Berger bin. Das sind die Busen, die roten Busen. Ein kleines Geschenk, was ist da hier, was? Das ist derselbe Brötchen, der wollte mich an. Ja, und verehrte Gäste, Sie haben auch im Laufe dieser Veranstaltung ist eine Dame hier von, das ist der Name Simons Mutter. Ich darf sagen, das ist eine Frau gewesen. Und ist noch. Ist, ja, eben, ja, kann man ruhig jetzt haben, was soll er jagen, da nun. Der Frau, die hat früher, ich wollte ein bisschen Hutspeichen los. Ich hatte ja nur das Koma gemacht. Koma. Jetzt sagt die Frau, was ich hole. Ich bin der Meinung, dass so eine Frau hat er verdenkt und ist ein Bürger, Ordensträger dieser Gesellschaft. Und als kleines Dankeschön für die Frau Simons, so ist es. Ordensträger, wieder auch nicht. Also sehen auch die Ordensfreie arbeiten fleißig mit. Frau Simons, ein kleines Dankeschön, ein herzlichen Glückwunsch zu euren Ordensträgern. Und ich muss sagen, Herr Papa, richtiger Mann, der richtige Frau Wittrop in diesem Fall. Alles, alles Gute. Weiterhin noch 20 Mal sagen, wie es sich gewesen ist. Als kleines Geschenk, Applaus. Alles
Sverige tappa på lekenarbeid. Ja, jeg er ikke for det, og det er så mye. Men det er dulle med dette ting. Jeg sa vi ikke tar og Und dann der Verein, der letzten Jahr unseren Sprungmann nach oben gegangen ist. Und in Bezug auf Franco hat natürlich auch ein großer Verdienst bei Hans Goldstein. Hans Goldstein war nämlich, von dem ich vor ein paar Jahren das Erbe des ersten Chorführers übernommen habe. Er musste etwas kurz treten wegen seiner Krankheit. Lieber Hans, ich muss auch dir sagen, im Nachhinein, für deine geleistete Arbeit, ich sage jetzt von mir aus, und den Ausbildung bei den Darmbohren, ein ganz herzliches Dankeschön. Und da wir zu Besuch kommen, ja, aber auch Schmelz, haben wir die rotkommische Mädchen gebracht. Lieber Hans, ein herzliches Dankeschön, auch im Namen aller Darmbohren beim Vorwärts. Und auch alle Kollegen und alle Mitglieder und alle Freunde, die ich mögen und schätze, immer noch. Ja, ein herzliches Dankeschön. Meine lieben Freunde, jetzt darf ich gerne verholen, oder Dieter. Als, ich will auch jetzt nicht verholen. Als der Dieter ausgebildet wurde zur Vorführung, da haben wir natürlich bei mir Schengen davon probiert. Da hat er natürlich noch Küß bei mir und da gerufen. Jetzt muss ich sagen, aufgrund des Umweltschutzes bin ich verpflichtet, Ihnen mitzuteilen, dass die nun folgenden Geräusche von mir und auch von Mettel von Luft mit dem Mund hergestellt werden. So, jetzt hören wir schlechter an dich. Kommen die Luftballchen Am 11.11. Fackel wird die Dicke im Sinn verbunden.
Musikerfilm.